Hallo und herzlich willkommen. Ja, das letzte Mal hatten wir ein abruptes Ende, weil ich aus Versehen das Spiel beendet habe. Aber jetzt mal natürlich herzlich willkommen zurück zu Frissen. Und wir sind immer noch dabei, dieses Schloss hier zu knacken. Die Truhe von Buddy. Dietrich ist abgebrochen. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist... Schade, wir kloppen hier die ganzen Dietriche. Abgebrochen. Verdammt. Und nochmal. Ich bin so doof. Ich das so schlecht merken kann. So, Buddys Truhe. Oh, der hat auch Rüstungsplatten. Wofür brauche ich das? Jetzt haben wir schon... Keine Ahnung, wie viele. Aber wir klauen die einfach mal alle. Ist nur eine Tür. Noch eine Port. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Verdammt, sie sind zu schlecht. Für diese Tür. Hehe. Hallo. Ich traue dir nicht. Was ist los? So, jetzt können wir zumindest mal hier reingehen. Ist doch nur ein Schrank. Aber immerhin, das ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier vorne rein? Ukos! Ukos, gucke weg. Ja, ja. Achselzuckern, ich glaube, wenn wir hier vorbeilatschen. Ich traue dir nicht. Ich habe es befürchtet. Raus! Ja, ja. Weg mit dir! Ich bin da draußen! Siehst mich nicht! Komm, geh arbeiten! Ich traue dir nicht. Weg mit dir! Ja, 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 weg mit dir, weg mit dir! Ukos wacht über Lagerhaus. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Wie viel Fleisch kannst du essen? Wie viel Fleisch kannst du essen? Viel! Einmal hat Ukos ganze Kuh gegessen, ganz allein. Aber Menschen werden böse, wenn Ukos isst ganze Kuh. Dann solltest du das lieber lassen. Kühe schmecken aber so lecker. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfen, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Na gut, bei ihm lernen wir höchstens mal Kämpfe. Du bist ein normaler Ordenskrieger. Aber wie kommen wir an Ukos vorbei, mein Freund, meine Freunde? Kann ich was unsichtbar machen oder sowas? Hallo? Kann ich nicht schlafen legen oder sowas? Upsala, ich wollte das Inventar nicht zumachen. Telekinese, Levitation, ne? Nautilus. Illusion erschaffen. So, ich peiche mal kurz, vielleicht funktioniert das ja. Ukos immun. Ukos nicht fallen rein auf, kleine Frau. Ich frage mich, ob wir uns verzaubern können und dann als Nautilus ran. Aber das ist mir ein bisschen zu... Wir müssen eigentlich den langen Weg nochmal latschen und dann irgendwie schauen, ob wir anders darüber kommen, oder? Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht das Mikrofon husten, das tut mir sehr leid. So, ich frage mich, ob das sich überhaupt lohnt. Hallo Luca! Na Luca, alles klar mit dir? Ja, guck mal, jetzt kommt hier Nebel auf, oder was? Und du bist Karasko. Du bist der komische Typ vom Lager aus, der keiner leiden kann. Den niemand leiden kann, auch ich nicht. Ich weiß, wenn ich wieder bist, aber ich kann dich nicht leiden, ob ich da oben auch irgendwie hinkomme. Es ist eine Frage, die sich zu klären lohnt. Wir werden sie klären. Das ist, keine Frage. Da hinten ist ein Eingang. Das heißt, wir müssen auch irgendwie ganz nach oben kommen. Nur ist die Frage, wie kommen wir jetzt... Ach, wir können auch hier drauf, den Balken, gell? Okay.
Er hat uns gesehen. Nochmal von vorn. Geht doch. Weg mit dir! Hat er mich jetzt nicht gerappt oder was? Steht er so da unten? Ich speichere mal gerade ab. Ich weiß, das ist vielleicht... Jo, da hab ich nicht gesehen. Na dann! Trottel, wie kann man nur so dämlich sein? Hallo? Heißt du nur ein Ogre? Müsst ihr verstehen. Ist nur ein kleiner, dummer Ogre. Romanos-Truhe, okay. Ein Schrank. Was haben wir denn da im Schrank? Ein kleines Messer und Käse. Lecker Käse. Gold und Lozone, glaube ich, war das wieder. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ah, verdammt, wir sind noch nicht gut genug. Müssen wir uns merken, wenn wir nochmal wiederkommen. Warum das Truhe wird auf jeden Fall unser in unseren Besitz übergehen. Was habe ich hier drin? Ach, und nochmal. Jawohl. Ja, da war ja nicht schwer zu erraten, oder? Lichtzauber, Kerzenleuchter. Oh, ich gerne Kerzenleuchter. Oh. Ach, jetzt habe ich ja einen. Das ist ja praktisch, oder? So, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich auf hier runterfallen? Gehört? Nö. Nix gehört, alles super, alles easy, alles Klärchen. Alles Klärchen wie Closeware. Ist ja easy, mal einfach oben raufklettern kann. Hätte ich das gewusst, wäre schon vorher nach Hause raufgelaufen, nach draußen gelatscht. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Na, 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 na. Hey, warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Na gut, dann gehen wir mal woanders hin. Du bist also Bandit. Ich sehe es an deiner Rüstung. Die hätte ich auch gerne. Dann wird sie aus so richtiger Haut raus, wie dir nicht die Stelle in den Muskeln in unserem Ohr haben. Na, alles klar? Du, der Typ da hinten will was von dir. Wer? Wo denn? Ich kann niemanden sehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du willst mich verarschen. Hab mich wohl geirrt. Bleib mal sitzen hier, Freundchen. Ist ein Problem mit Carrasco? Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Klaust du denn? Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für sie. Na gut, und ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Nein, ich doch nicht. Aber erzähl mal. Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Welche Jungs sprichen du? Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Okay. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Okay, was soll ich für die Jungs denn machen? Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe.
50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Das klingt doch gut, aber nö. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Na gut. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Klar. Hier, kannst du direkt mal haben, ne? 400. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. Na, das ist doch mal super, ne? Probier's woanders. Ja, das war ja mal easy, oder? die Typen haben nicht mal mitbekommen, dass wir sie bestohlen haben, aber naja, was soll's. Na, Carrasco. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Ja und? Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Ist einfach Rauch. Schau mal da. Kommt da Rauch aus dem Lagerhaus? Was? Ein Feuer? Hey, da ist ja gar nichts. Bist du etwa betrunken? Da muss ich mich wohl vertan haben. War nur die Fackel. Hast du nicht gesehen? Na, guck mal, die Fackel brennt. Ja. Sind ja hier beim Ast. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Hör die so. So, ich weiß, ich kann ihm nicht mehr helfen, aber ich tue es trotzdem. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Mit Rüstungsplatten hat sich leider erledigt. Das mit den Rüstungsplatten hat sich erledigt. Dieser verdammte Lukor glaubt wohl, er kann machen, was er will. Offensichtlich. Eines Tages werden wir uns die Banditen vornehmen. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Woher kommen denn die Goldschalen? Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und 3 große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Nö, ich werde ihn nicht für ihn auftreiben. Ganz klar, wir gehen natürlich zu den Banditen. Na, Annika? Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Klar. Verstehe. Aber du bist das bezauberndste Wesen, das ich jemals gesehen habe. Warum darf ich nicht mit dir flirten? Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Stimmt oh, nicht. Danke. Das war das Netteste, was mir ein Mann jemals gesagt hat. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht. Ja, natürlich. Ich bin ein Gigolo. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Ein neuer. Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafenkai. Ah ja. Okay, also auch ein Bordell. Ein Bordell für Sergio. Ja? Was, die Schiffe? Du bewahrst hier die Schiffe? Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Unter anderem? Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Ist da gerade einer vorbeigelatscht? Was ist ein Name? Ach, Buddy. Ahoi. Ahoi. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. 3 Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten? Den kenne ich schon. Ich habe deine Rüstungsplatten. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du.
Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Was ist in den Kisten? Was ist in den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Felle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört hier alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Okay, das brauche ich nicht. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und du hast an mich gedacht? Nein, danke. Den ganzen Tag rumstehen und sich von irgendwelchen Idioten vollquatschen lassen? Dafür bin ich der Falsche. Versuch's mal in Pattys Kneipe. Habe ich schon. Ich habe ja auch schon einen Käufer gefunden. Ich muss nur noch mit dem Kumpel sprechen. Ist da was dran? Truhe oder sowas? Nö, da ist tatsächlich nichts. Aber wer bist du denn da vorne? Hallo? Hallo, kenn ich dich? Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Mach dich nicht so wichtig. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Riskierst eine ganz schön dicke Lippe. Was glaubst du, wer du bist? Wenn du mir nochmal so blöde kommst, poliere ich dir die Fresse, klar? Ach, findest du? Und? Alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich Prügel kassiert. Also halt deine Finger bei dir. Findest du? Na du, ich bin mal hier zu Gast. Kann ich die zumachen? Nö. Du bist Captain Romanov. Ha! Wen schicken sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ja. Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Bist du Pirat? Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Nö. Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Oh, wie langweilig. Bist du etwa kein Pirat? Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. Schwätzer. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist etwa über das Meer gekommen? Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Doch wir. Du magst den Inquisitor wohl nicht? Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Okay, warte mal gerade. Ich hau mal gerade den hier vorne noch ein bisschen um. Hey, Dick! Du Hundesohn hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Ist nicht wahr. Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Gibt's Probleme? Ach, schade, ich hätte dich jetzt umgehauen. Na dann, nicht. Du erwähntest dein Gold. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Wie lange sitzt ihr hier schon?
Warte mal gerade, ich komme mal gerade ein bisschen näher. Kann ich mich eigentlich hier hinsetzen und mit ihm sprechen? Natürlich nicht. Wie unerwartet. Wie lange sitzt du denn hier schon? Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Patty sucht ihren Vater. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere, Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht, das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Finde ich auch. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Wo ist denn die Mannschaft? Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Entschuldigung, ich bin gerade auf die linke rechte Maustaste kurz gekommen. So, jetzt sollte kein Problem mehr sein. Entschuldigung, aber die Tür ist trotzdem offen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fließt du dann nicht? Warum fließt du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du möchtest also Don Esteban unterstützen? Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ach, keine Angst, das tue ich schon, aber windig ist es trotzdem hier. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Na gut, wir schauen mal nach. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Ist ja schon gut, ich gehe ja schon. Aber liebe Freunde, das soll es für diese Folge auch gewesen sein, denn Captain Romanoff werden wir diese Folge nicht mehr erreichen, beziehungsweise seine Klamotten werden wir dieser Folge nicht mehr holen, aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Meister. Ciao, ciao.